Naja, was soll's. Immerhin, Horit hat seine alte Oase wieder mit, zusammen mit seinen Brüdern hier. Dann können wir jetzt in den Sonnenuntergang reiten. Irgendwo muss doch auch der... Der muss doch irgendwo hier sein in der Nähe. Egal, ich will nicht sagen, wer gerade in meinen Gedanken herumspringt, wen ich hier suche. Ansonsten noch, aber... Der muss ja eigentlich irgendwo sein. Jetzt aber erstmal Snapper im Sand. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie Wandertag haben oder so. Die sehen ja so geschäftig aus, wie sie hier laufen. So, wollt ihr erstmal irgendwie grasen oder erstmal ein Ständchen halten oder so? Nee, ne? Gut. Können wir dann also auch kämpfen? Na! Untersteh dich! Mich einfach zu schlagen hier! Zu beißen, was auch immer. Ich glaube, einen Snapperstein gibt es übrigens auch, mit dem wir uns dann in einen Snapper verwandeln können. Ist bestimmt genauso wahnsinnig lohnenswert, wie sich in einen Varan zu verwandeln. Wobei, wir haben es ja immerhin geschafft, mit der Varan-Verwandlung ein paar Rebellen zu töten, ne? So, zack. Komm her, los! Geht doch. So. Die auch noch die Rübe abgehäckselt. So, zack, fertig. Gut. Und vor allem gibt das Fleisch. Also Snapper töten lohnt sich schon mal eher, als irgendwelche Lurker zu holen. Gibt ja zum Glück hier ein paar davon. Von daher ist das doch ganz schön. Achso, ich muss mal hier so mir wieder die Leiste unten reinholen, damit ich auch sehe, was wir so an Fleisch und so haben. Und an Tränken. Ich meine, ich weiß ja, auf welchen Tasten die Tränke und die Fleischstückchen liegen, aber wenn ich mir das nicht anzeigen lasse unten, weiß ich natürlich nicht, wie viel ich noch in petto habe. Ein Feuerwaran. Sehr gern doch. Komm her! Komm schon! Und Sandcrawler, okay. Hier springt gerade alles rum. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob von der Reihenfolge her im Spiel, ob da vorgesehen ist, dass man zuerst... Oh yeah, Feuerwaranleder. Ob da vorgesehen ist, dass man zuerst nach Varant geht oder zuerst nach Nordmaler. Bin ich mir echt nicht sicher. Wir haben übrigens noch offen... Sag mal, lässt du mich mal hier kämpfen gegen dich ganz normal? Oh. Wir haben übrigens noch offen, in Myrtana nach Faring zu gehen, fällt mir gerade ein. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das mache ich dann, wenn ich hier in Varant fertig bin. In Faring, das ist übrigens eine Besonderheit sozusagen im Spiel, gibt es zwei Arenen, in denen man kämpfen kann. Wobei beides eigentlich nicht den Namen Arena verdient. Also eigentlich gibt es keine einzige Arena, aber es gibt zwei Arenenbetriebe sozusagen, an denen man teilnehmen kann. So, ach kommt, leckt mich doch. Ich habe jetzt gerade keine Lust mehr auf euch. Blöde Mistviecher. Rennen. Nein, wir können nicht rennen. Ich wollte gerade sagen, rennen wir mal, aber... Ja, Ausdauer und so, ne? Ein Baum. Na sowas. Wer rechnet denn mit sowas mitten in der Wüste? Und ein paar Kaktusblüten. Auch die sacken wir gerne ein. So, mal kurz am Näschen gekratzt. Na, das war ja mal wieder heldenhaft. Was? 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 Ich dachte, das ist was zum Aufsammeln. Was machst denn du da? Ach. Ach, das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Das fetzt ja. Aha, cool. Wir können also Gräber ausheben. Das ist ja fetzig. Das wusste ich noch nicht. Gefällt mir. Okay. Weiter, weiter, weiter. Der Baum steht auch ganz verlassen und allein hier. Traurig. So, können diese Ruinen denn schon zu unserem geliebten Al-Shadim gehören? Oh ja, ich glaube schon. Ja, ich sehe den Kanal. Passt auf, Freunde. Ne, wir haben noch... Ja, Questerfolg. Al-Shadim gefunden. Dann töten wir zuerst mal Snapper zur Feier des Tages. Leider muss ich sagen, hier im Spiel ist Al-Shadim nicht mehr als ein paar Steine. Aber wir werden sehen, auch hier gibt es trotzdem noch Quests. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ja, ist ja gut, Mensch.
kommt man nicht alle auf einmal und entscheid dich mal für einen Gegner, Mensch. Doofer Held. Ja, jetzt mach doch mal, ja. Wir werden noch sehen. Es sind zwar bloß ein paar Ruinen, aber hier gibt es trotzdem ein paar Quests zu erledigen. Und wir haben natürlich bei unserem Rollenspiel ein ganzes Stück mehr draus gemacht. Also es ist so, erstmal zur Ausgangslage im Rollenspiel. Huch, immer noch einer. Boah, ist er mir gerade in den Rücken gesprungen. Im Rollenspiel sind in Aishadim auch nur ein paar Ruinen. Aber Aishadim wurde genutzt als Versammlungspunkt der Nomaden, der sich letztendlich zu einer Stadt entwickelt hat. Womit die Nomaden natürlich eigentlich keine Nomaden mehr sind vom Namen her. Oder von der Bedeutung her, aber man hat den Namen halt behalten. So, sagt man noch den hier ein. Okay. Ich hätte gern, wir finden dann glaube ich noch eine Karte, die auch direkt Aishadim zeigt bloß. Da kann ich dann nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Es ist so, hier wurde alles, also das Zentrum von Aishadim ist der, wir sehen ihn glaube ich hier auch, hier unten, der, das was wie so ein kleiner Stein aussieht, das ist der Tempel von Aishadim. Der ist das Zentrum dieser Region oder dieser ehemaligen Stadt sozusagen. Und Aishadim war, glaube ich, eine Stadt des alten Volkes gewesen. Und die Nomaden haben sich halt hier dann darin angesiedelt und dadurch ist es zu einer richtigen Stadt geworden. Allerdings wurden nie irgendwelche Häuser hier gebaut bei uns, sondern Aishadim war eine Zeltstadt. Und das ging so weit, dass, also wer wollte, konnte dann, wenn er höherrangig war, sich auch mal eine Holzhütte bauen oder so, oder eine Lehmhütte halt. Gab's auch. Mars hat dann auch zwischendurch mal in einem Steinhaus gewohnt, das er von jemand anderem übernommen hatte. Aber der Großteil der Menschen hat in einer Zeltstadt gelebt, oder das ganze Ding eigentlich war ganz Aishadim eine Zeltstadt. Und das ging so weit, dass selbst die Taverne von Aishadim, kannst jetzt mal, dankeschön. Die war an eine Steinruine angelegt, an ein halb fertiges Haus und war aber nur außen dran. Also das Haus selber, das hat dann der Tavernenbesitzerin gehört. Und die Taverne aber, die war außen dran und die war nur durch einen riesigen Baldachin überdacht gewesen. Also eine offene Taverne im Prinzip. Und das haben die Leute nie begriffen. Das war eigentlich traurig gewesen. Die Leute haben es nie begriffen, das wirklich so umzusetzen, aber es gab kein Bier in Aishadim. Es gibt kein Bier in Aishadim. Es gibt kein Bier. Nein. Sollte so sein, weil was soll Bier in der Wüste? Pah, brauchen wir nicht. Wir haben viel coolere Sachen gehabt. Dadurch, dass Maris Koch war, ich glaube, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Oder habe ich das schon erwähnt, dass er Koch gelernt hat? Und die Geistengerichte zaubern konnte, dann irgendwann hat er da sowieso genug Abwechslung auch so reingebracht, aber leider haben das nur wenige zu schätzen gewusst, hatte ich das Gefühl. So, können wir hier schlafen? Nein, ich will nämlich nicht unbedingt bei Nacht hier durchrennen. So, wir haben schon die ersten Nomaden hier gefunden, das ging schneller als gedacht. Und da haben wir jemanden, der bei uns im Rollenspiel nicht existiert hat. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Beziehungsweise nicht mehr existiert hat, nämlich Saturas. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor. Und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Ich hasse dich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Saturas wahnsinnig, 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 wahnsinnig unsympathisch. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr. Aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Ja, wenn die Fokussteine dann dadurch aufgebraucht wurden, dann hätten die euch das sowieso nicht mehr viel genützt. Ihr hättet dann erstmal mühevolle Kleinarbeit die Dinger wieder aufladen müssen und das hätte wahrscheinlich eine Weile gedauert. Weil die Magie sich im Körper natürlich nicht so schnell regeneriert, sozusagen, ne? Fokus ist ja letztendlich nicht mehr als ein Speichergegenstand. So, was haben wir hier? Also wie eine Batterie im Prinzip. Lädst, also magische Batterie sozusagen. Oder ein Magie-Akku. Lädst halt die Magie rein, bist selbst ausgelaugt, aber der Stein behält sie, lädst die in deinem Körper wieder auf und pumpst noch mehr rein. Und wenn du es dann mal brauchst, kannst du alles mit einem Schlag rausballern.
Dazu ist ein Fokus gut. So, bringen wir alte Magie bei. Na, wir können ja mal gucken, was er kann. Denn der sollte etwas mehr können, der Satoras. Bringen wir etwas über alte Magie bei. Ja, altes Wissen schneller lernen könnte vielleicht sogar interessant für uns sein. Bedeutet halt, wenn ich mich recht entsinne, dass die Erfahrung schneller steigt. Ich kann aber auch sein, dass ich mich irre gerade. So, Roben besser schützen brauchen wir nicht. Ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. Hier könnten wir halt, wenn wir Magier werden, lernen, dass unser Mana-Balken sich von alleine wieder auffüllt. Brauchen wir aber nicht, da wir nicht mit Magie hantieren. Ja, Stabkampf wie immer, das Übliche. Der Weg des Wissens. Das sind Zauber. Wir haben halt Schlösser öffnen, Eiswelle, Telekinese, Goblin... Was, Goblin beschwören? Beschwörungsmagie? Beschwörungsmagie gehört für mich, für mein Verständnis, in die Magie Belias rein. Aber ist ja hier auch ein bisschen anders. Ich glaube, das sind auch lebendige Goblins und keine Goblin-Skelette. So, Lebenskraft, magische Kraft, Ausdauer, das Übliche. Was ist mit den Orks? Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier. Sie wollen sich das göttliche Artefakt aus dem Tempel holen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Also greifen wir sie an. Freiwillig werden sie nicht weggehen. Also wende dich an Vutras. Er wird wissen, was zu tun ist. So, an der Stelle sind schon zwei Sachen vorweggenommen worden. Wir treffen ja auf den Nomaden Vutras. Das ist, glaube ich, sogar der hier direkt neben Satoras steht. Der ist wichtig. Und das zweite ist, hier sind auch Orks in Al-Shadim. Eigentlich hätten wir die zuerst finden sollen, aber naja, sind wir halt dran vorbeigerannt. Kann ich jetzt auch nichts für. Was haben wir noch? Was muss ich wissen? Wir sind hier in Al-Shadim, einer Tempelstadt des alten Volkes. Den Inschriften zufolge wurde hier der Schutz des Körpers aufbewahrt. Oh yeah. Klingt wie eine Rüstung. Eine Rüstung, eine Robe, ein Gewand. Irgendetwas dieser Art wird es sein. Eins ist sicher. Es ist eines der 5 Artefakte, die notwendig sind, um... Um was? Wir sprechen später davon. Erst findest du diese Rüstung. Und damit sind wir einen Schritt weiter auf unserem Weg, dem Hauptquest zu folgen. Denn diese Gegenstände, die wir in den Tempeln finden, die werden unsere Bestimmung erfüllen. Aber erstmal weiter reden. Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du 5 Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereits besorgt. Das ist schön. Und die anderen? Die haben hoffentlich das letzte Jahrtausend unbeschadet überstanden. Dann werde ich sie mal suchen. Irgendwelche Hinweise? Ich habe auf dieser Karte einige Stellen markiert. Yes! Es sind Berechnungen anhand des Fundorts des ersten Schlüssels. In 1000 Jahren kann viel passieren. Also erwarte nicht zu viel davon. 1000 Jahre, also ich wusste ja, dass das alte Volk vor Jahrhunderten gelebt hat halt, aber ich wusste nicht, dass es 1000 Jahre sind, das ist ja übel. Okay, das muss ich mir mal merken. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe, in einer steinernen Truhe. Wir befinden uns hier im Viertel der Priester. Wie unschwer an der Architektur zu erkennen ist. Die Inschriften Was? Und Artefakte, die wir fanden, deuten darauf. Ja, ich nehme mal an, das sollte jetzt Ironie sein, denn man kann ja nicht wirklich was erkennen hier. Was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Als vor 1000 Jahren die große Flut über das Land hereinbrach, versteckten sich viele im Tempel. Der Tempel überdauerte, eingeschlossen vom Wasser. Da kam niemand mehr raus. Ich vermute, dass durch die starke Magie die Skelette erweckt werden. Also nimm dir besser eine dicke Axt mit. Oder frag mal Myxia nach dem Artefakt der Totenwächter. Er hat da was erzählt. Vielleicht kann er dir helfen. Und damit wurde das nächste vorweggenommen. Myxia ist ebenfalls hier. Und ich finde es gerade sehr schön. Ich wusste das gar nicht mehr, dass Satoras sowas erzählt. Dass bei der letzten großen Flut sehr viele im Tempel Zuflucht fanden. Warum ich das so gut finde, erzähle ich auch gleich. Ich glaube, ich werde mal eine Quatschfolge, also eine vollkommene Laberfolge einlegen irgendwie mal. Mal schauen. Da werde ich dann vielleicht einfach mal in die Wüste rennen und alles umbringen, was mir in den Weg kommt und werde währenddessen Geschichten erzählen. Das werde ich aber erst in der nächsten Aufnahmesession machen, weil ich mir dazu mal aufschreiben muss, was ich alles erzählen möchte. Und dabei wird es sich um Al-Shadim und die Nomaden handeln. Wenn das jemandem nicht passt, dann muss er die Folge ja sich dann nicht angucken. Aber ich glaube, das werde ich dann als eine Folge, egal wie lang die dann wird, raushauen und dann ist das halt abgespeist.
damit ich meinem Bedürfnis zu reden dann auch mal irgendwie genug getan habe, Genüge getan habe. Gibst du mir den Schlüssel? Besser, ich behalte ihn, bis du die anderen gefunden hast. Gut, das ist ja ganz toll. Höchstes Wissen am Wassermagier können wir hier dann jetzt auch lernen. Wir merken schon, wir kommen jetzt bei den großen Oschis an hier. Also höchstes Wissen der Wassermagier, beim anderen höchstes Wissen der Schwarzmagier. Aber interessiert uns alles nicht so sehr. Was uns viel mehr interessiert, ist erstmal diese Tafel. Uninteressant. Was? Da stand aber Saturas dran und hat das gelesen. So uninteressant kannst du auch gar nicht sein.